Lufthansa macht Tickets teurer, Thai Airlines führt wieder eine First Class ein und bei Airbus und Qatar Airways ist wohl das Tischtuch zerschnitten. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Als erstes natürlich wie immer der Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, Glocke an, kommentiert unten, beide Hände. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch ein Like dazulassen. Die gestrige Folge ist, verschütt gegangen aufgrund von... Ich hatte gestern das versucht zu tun, dann hatten wir ein paar, nennen wir es Unannehmlichkeiten, und da mussten wir uns dann drum kümmern, deshalb muss die Sendung ausfallen. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich täglich weiter. Ich hoffe, ihr hattet mit dem Livestream richtig Spaß. Die erste Thematik, der wir uns widmen wollen, ist natürlich Qatar Airways und Airbus. Da ist das Tischtuch wohl zerschnitten, da geht es wie gesagt vor Gericht. Ich hatte es ja schon oft berichtet, aber es wird jetzt langsam ernst, denn Airbus möchte die A321neos nicht liefern, 50 Stück. Und diese milliardenschwere Schadensersatzklage, die da im Raum steht, weil es geht um viele, viele Flugzeuge, ist natürlich ein Riesenthema. Die Flugzeuge sollten ja ab 2023 geliefert werden. Qatar Airways hat ja sich entschieden, bei 737 Max schadlos zu halten. Das ist eine Möglichkeit. Man hat ja auch mittlerweile schon, glaube ich, den dritten 350er nicht abgenommen. Und die Richter wollen jetzt zeitnah entscheiden. Worum es geht, nochmal, um es kurz zusammenzufassen, ist ganz einfach, dass diese UV-Strahlung den Blitzschutz eines der Fluggastzelle zusetzt. Und dieses Zusetzen kommt daher, weil die Lackschicht wegbricht. Wir haben alle die Bilder noch im Kopf, die ich gezeigt habe, wo der Lack wirklich abplatzt. Das liegt natürlich auch daran, weil Qatar Airways sich geweigert hat, die Flugzeuge neu lackieren zu lassen. Wie ich auch mit Gesprächen mit Airbus-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört habe, sagt man auch, naja, Qatar Airways ist nicht ganz unschuldig, weil die haben ihren eigenen Lack mitgebracht. Lufthansa hat Euro-White, Finnair hat Euro-White, also eine klassische Farbe, die auch funktioniert. Airbus hatte ja auch Qatar schon gesagt, dass diese Farbe Probleme bereitet. Sollen ja auch 787er Probleme haben, die ja auch aus den Kohlefaserverbundstoffen hergestellt worden und werden. Also insofern, wo die Wahrheit ist, wissen wir nicht. Sagt es doch einfach unten in der Kommentarspalte, was ihr dazu denkt. Ich persönlich kann mir mittlerweile keinen Reim mehr drauf machen, außer dass bei Qatar, dass man da halt so ein bisschen versucht zu spielen. Und Airbus ist halt wirklich bereit, diesen großen Kunden fallen zu lassen, dass man mit denen nicht tut. Entweder es geht ihnen zu gut oder Qatar Airways hat wirklich diese Geschäftsbeziehung einfach überzogen. Und der Schwabe, so wie Helmut, ja, ein Schwabe, nochmal Grüße an Helmut, wenn du das schaust. Danke, dass du noch dabei warst in LAX am In-N-Out-Burger in der Einflugschneise. Der Schwabe sagt ja, es gibt gutes Geschäft und schlechtes Geschäft. Und das ist anscheinend für Airbus schlechtes Geschäft, weil man damit mehr Kopfschmerzen hat als alles andere, weil man ja auch mehr Rabatte gibt, weil sie so große Bestellungen machen, ist es halt für die dann ja ein leichtes da dann drauf zu verzichten, weil es für die billiger ist. Das nächste Thema ist bei Airbus der A321XLR. Ich selber bin ja kein Freund der A321LR oder auch der XLR. Warum? Ganz einfach, weil die Kabine nicht für diesen Höhen- und langen Strecken gedacht ist eigentlich von der Druckgeschichte. Man hat ja gerade bei den Kohlefaserkabinen und Verbundstoffen, die man benutzt, das als Vorteil genommen, dass man diese Flugzeuge wirklich auch mit niedrigeren Drücken fahren kann. Das heißt also, dass es für uns als Passagiere angenehmer ist. Das war bei 321 nicht der Fall. Das andere Thema ist natürlich, dass viele Fluggesellschaften den 321er vielleicht auch nicht so von den Sitzen her konfigurieren, dass es angenehm ist. Wir haben es ja gesehen bei den LRs von JetBlue zum Beispiel oder aber auch, wenn man so Narrowbody für längere Strecken nimmt, ist die 737 MAX 9-10 ja auch ein Kandidat, der ja auch Flüge, die 6 Stunden sind oder sogar länger teilweise, sind Passagiere mitnimmt. Da hat man Sitze eingebaut, die in einem Business-Class-Sitz in einem Widebody ebenbürtig sind. Wenn das der Fall ist, vielleicht kann man sich mit dem Luftdruck arrangieren, aber ein höherer Luftdruck bedeutet halt auch, dass man
nicht entspannter am Zielort ankommt. Das ist ja der Grund, warum man das macht. Aber auch hier wieder kommentiert unten, was ihr dazu denkt. Der XLR soll jetzt wirklich den Erstflug im Juni haben, ab Finkenwerder. Und die Kunden, die den Flieger haben wollten, die Anzahl stagniert aufgrund von Corona. Finde ich natürlich spannend, dass vielleicht gerade durch Corona der Bedarf an diesen Flugzeugen größer wird, weil man damit auch andere Strecken fliegen kann. Emirates, Tim Clark hat ja gesagt, dass dieses Hub-Konzept, ich hatte es ja erläutert, Dubai hat ja nur ein Hub im Prinzip und Abu Dhabi mit Emirates, die haben ja keine großartigen Point-to-Point-Verbindungen, also egal was die machen, es ist eine Point-to-Point-Verbindung, aber halt über dieses Hub-and-Spoke-Modell ist es halt einfach so, dass diese Flugzeuge vielleicht direkter fliegen, dass man halt Stuttgart mit Boston oder mit anderen Städten, so wie es mit der LR gemacht wird, von JetBlue, die ja jetzt seit neuestem Boston mit London verbunden haben oder aber auch New York. Also insofern, das wäre eine Möglichkeit. Deshalb denke ich, dass diese 505 festen Orders der XLR mehr werden und uns vielleicht Strecken sehen lassen, die wir uns nie haben träumen lassen. Die SAS ist ja zum Beispiel selbst aus Stavanger nach Nordamerika geflogen, die Ölmetropole. Vielleicht gibt es solche Strecken ja auch. Spannende Geschichte, aber ich gebe trotzdem zu bedenken, für mich persönlich ist das jetzt nicht wirklich etwas, was ich mag, weil ich habe es ja erklärt mit dem Luftdruck. Also insofern schauen wir einfach mal. Man kriegt übrigens die Reichweitenverlängerung hin, indem man einen neuen Center Tank einbaut, also einen größeren Tank einbaut und Triebwerke natürlich benutzt, die halt sparsamer sind. Die großen Kunden sind auch übrigens American Airlines, Air Canada, aber auch United mit 50 Bestellungen, die sie getätigt haben. Ja, was sollen wir dazu sagen? Kanada übrigens hat 6 XLR gemacht, bestellt und hat auch 20, die sie mehr leasen wollen. Da sind es keine 50, aber bei den Amerikanern sind es 50 bei United und America. Ein Thema, was wir ja leidig kennen. Wir haben es auch zum Beispiel schon öfters gehabt, dass wir Tickets im Economy Light, aber auch in der Business Light ja umbuchen mussten. Und da hat die Lufthansa die Umbuchungsgebühr nicht gewaved, wie das so schön im Englischen heißt, sondern die 35 Euro nehmen sie jetzt. Das haben wir sehr oft gehabt. Das ist das, was man bezahlen muss. Kann ich irgendwo verstehen. Aber jetzt wird die Kostenpauschale erhöht auf 70 Euro. Das heißt also, ein Ticket, was nicht umbuchbar in Anführungsstrichen, in dem Leittarif grundsätzlich ist, wird jetzt mit 70 Euro umbuchbar. Und das ist halt etwas, was natürlich ein Riesenproblem nimmt, wenn die Lufthansa-Gruppe damit uns als Passagieren die Flexibilität nimmt. Diese fehlende Flexibilität ist bei Airbus allerdings, auf jeden Fall bei Eurowings ist diese Zahlung nicht nötig, weil da genug Konkurrenz gerade auf dem Billigmarktsektor von Ryanair und Konsorten unterwegs ist, dass man sich das da nicht erlauben kann. Da ist es weiterhin kostenlos. Komischerweise finde ich immer, dass Premium-Produkte, war ja auch bei Hotels so, Internet hat bei den Hotels lange, lange Zeit bei den höheren Kategorien richtig Geld gekostet, bei den billigen war es schon inkludiert. Man erinnert sich an USA-Urlaube, wo man sich vor einem Hyatt Place oder vor einem Motel oder sowas hingestellt hat, um das Internet schnell abzugreifen, weil das Passwort nicht gebraucht wurde. Also insofern hier auch in meinen Augen der falsche Ansatz. Warum nimmt man Kunden Flexibilität? Man ist eine Premium-Airline. Kommentiert das unten, wie ihr das findet, dass man da halt wirklich das konterkariert, dass man das Premium interpretiert in einen Low-Cost-Abgreifer-Carrier. Also insofern finde ich schade, das ist halt für jemanden, der Lufthansa eigentlich und uneigentlich wirklich mag, nicht oder schwer nachzuvollziehen. Dann als Thema First Class. First Class ist ein interessantes Thema in meinen Augen. Warum? Weil First Class ist natürlich die Königsdisziplin einer Fluggesellschaft. Als die Thai Airways ihre Flugzeuge ausgeflottet hatte, und zwar den 380er und die 747, gab es keine First Class mehr. Gut, man kann natürlich jetzt darüber streiten, ob man sie mochte oder nicht, farblich, ob es da was Besseres gab oder wie auch immer. Aber in meinen Augen ist es schon sehr gut gewesen. Jetzt ist es so, dass man natürlich die Flotte ausgedünnt hat. Man hat auch Flugzeuge von BOC
Aviation geleased. Also man ist da wieder auf dem Turnaround. Man hat ja auch Thai Airways die alte Bude zugemacht, neuen Bude aufgemacht. Also im Prinzip der Name im Background hat sich geändert. Nach vorne sieht es für uns als Kunden ja immer gleich aus. Da gibt es keinen Unterschied. Aber die drei Boeing 777s, die man da an Leasingmöglichkeiten haben möchte, die werden mit einer First Class ausgestattet. Erstes Ziel soll London sein. Also insofern, sagt doch einfach, was ihr davon haltet, dass die First Class bei der Thai wiederkommt. Ob die Thai zu altem Glanz, wenn man das so mal sagen kann, hochkommt. Ich hoffe es für sie. Ich finde, Thai Airways ist für mich eine Fluggesellschaft, die in der Tat top-notch ist und in meinen Augen immer guten Service geleistet hat, solange es funktioniert hat. Wenn es natürlich zum Irreg kam, da warst du bei Thai natürlich immer ein bisschen in Popo gekniffen und da musste man natürlich teilweise auch Druck ausüben, in Bangkok auch nochmal Schläge geben. Dann, was wollen wir noch? Ja, das letzte Thema, das ist wieder für meinen Freund. Es gibt ein Vergleichsportal, die haben die Sicherheitskontrollen verglichen in Hamburg und in Berlin. Ich bin kein großer Freund von Berlin, aber man muss halt einfach sagen, dass Kontrolleure die Sicherheitsschleusen verglichen haben und dieses Vergleichsportal, was leider nicht namentlich genannt ist, das ist ein Zeitungsartikel aus der Märkischen Allgemeinen, den ich zugeschickt bekommen habe von einem unserer Zuschauer. Ich kann euch übrigens nur bitten, schickt uns alles zu, wo ihr denkt, hey, das ist was für die Sendung, Lars, das sollst du bringen. Mache ich gerne, weil das ist interessant und ich kann auch nicht immer alles beobachten für euch. Manchmal schlüpft mir auch etwas durch, aber das ist etwas, wo ich auch richtig dankbar bin. Danke, dass du es uns geschickt hast. Und die Tester haben halt stichprobenartig gezählt, wie viele Fluggäste in 30 Minuten durch die Schleusen durchgegangen sind. Leider muss man hier auch sagen, es ist nicht ganz klar, wie man das gemacht hat, ob man sich morgens hingestellt hat, wo eh nur 39 Passagiere da stehen. Warum, werdet ihr jetzt gleich merken. Oder ob das zur Rush-Hour passiert ist. Das wäre relativ gut gewesen, denn man hat in Berlin 39 Menschen gezählt, in Hamburg 58. Damit kommt der BER auf einen Wert von 1,3, in Hamburg hingegen auf 1,9 pro Minute gerechnet. Und die Methodik bleibt, übrigens ist die Seite vergleich.org. Also diese detaillierten Angaben der Methodik, die habe ich ja angemerkt, die müssten nachgeliefert werden, damit man es wirklich vergleichen kann. Also ich möchte es nicht bashen, aber ich möchte halt auch darauf hinweisen, dass Aletta von Massenbach gesagt hat, man hat den Osterverkehr natürlich im Hinterkopf, aber wie immer im Leben, man erwartet auch in den Flugferien oder in den Osterferien 1 Million Fluggäste und man weiß, dass es eng ist und äußerst dünn ist an der Personaldenke, aber bei den Dienstleistern, ne? Also insofern ist man bei der Sicherheitskontrolle und bei der Gepäckausgabe vorbereitet, aber auch darauf vorbereitet, dass es nicht klappt. Eure Meinung ist wie immer gefragt. Kommentiert unten. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich bin heute hier im Hyatt Place in Riverside, California. Wir haben hier jetzt gerade morgens kurz nach 8 Uhr. Ihr könnt selber jetzt ausrechnen, welche Zeit in Deutschland ist. Und ich kann mich wirklich nochmal dafür entschuldigen, dass wir gestern nicht mit der Sendung vorangekommen sind, aber da hatte ich einen Incident, um den ich mich kümmern musste. Da könnt ihr die Story hören, wenn er zum Stammtisch kommt, entweder nach Berlin am 28. diesen Monats oder am 29. in Zürich. Da werde ich diese Geschichte euch brühwarm exklusiv erzählen. Es geht auf keine Kuhhaut. Also insofern freue ich mich, wenn ihr halt wirklich Abonnierbefehl befolgt. Abonnieren, Glocke an, kommentieren und ein Like da lassen. Ich werde jetzt erstmal nach Coachella fahren, ist ja jetzt demnächst. Aber ich werde nicht so lange bleiben, dass ich das genießen kann. Ich werde auf jeden Fall in Palm Springs was machen, werde da nochmal schauen, wo ich meine Post bekomme, ob da irgendwas ist, Überraschungen sind. Und ansonsten schickt mir Nachrichten, Sorgen, Ängste und Nöte, Fragen, alles, was ihr habt. Ich freue mich und bis morgen, bis bald und persönlich in Berlin oder in Zürich. Frankfurt kommt auch wieder. Ja, ich weiß, die Frage kommt. Frankfurt kommt auch wieder. Also, bis dann. Ciao.